Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Midnight News heute am 9.06.2013 auf dem Channel Midnight Gamers mit mir, dem Kings und dem Predax. Servus! Und da sind wir auch gleich schon hier beim ersten Thema und zwar wäre das mal wieder GTA 5. Und zwar haben die ganzen Hardcore-Fans, die das Spiel jetzt schon total am Abfeiern sind, eine Karte von Los Santos erstellt mit nur geringen Kenntnissen bzw. sowas veröffentlicht wurde. Man sagt zum Beispiel bei der Collector's Edition einmal die Karte so abgebildet und wenn man das, die haben das wohl irgendwie so ein bisschen rangezoomt und das dann selbst so ein bisschen gebastelt und all sowas und eine Karte von Los Santos erstellt, das ist noch nicht die offizielle. Und ja, da sieht man halt, dass es viel freie Fläche eigentlich gibt, also viel Landschaft und all sowas und einen großen Stadtteil, sage ich mal, der sich im unteren Teil der Karte befindet, dann noch eine Insel bzw. mehrere Inseln, so kleinere Inseln und eine große Insel. Einen kleinen Hafen scheint es auch unten zu geben und also was, wie man das so von der Karte halt ein bisschen deuten kann. Und ja, also wie gesagt, die Karte ist noch nichts Offizielles, nicht dass ihr jetzt denkt, oha, geil, mega krass und so. Es ähnelt auf jeden Fall ein bisschen an San Andreas an der Karte, das war ja auch Los Santos und ja, hatte man ja auch diese vielen Hügellandschaften, sage ich jetzt mal. Und ja, es sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus, es ist nicht so eine mega kleine Karte, sondern auch wieder eine große, mega super tolle Karte und ja, man wird sehen, wie sie letztendlich aussehen wird. Ja, und dann kommen wir auch gleich zu Dying Light, jetzt Zombie Survival Shooter Open World Spiel, was ich vor 2 Wochen so ein bisschen gefeiert habe, weil sich's einfach geil angehört hat. Und zu dem Spiel ist jetzt auch der erste Trailer rausgekommen und ja, das ist ein geiles Spiel. Es ist eine Mischung aus Mirror's Edge und Left 4 Dead, nee, nicht Left 4 Dead, Dead Island, so rum. Und ja, also Hauptaugenmerk des Spiels ist halt Überleben und dieses Überleben wird halt durch Parkour-Einlagen in den Städten erleichtert oder erschwert, je nachdem wie man will. Und ja, in dem Trailer sieht man halt, wie die Gruppe von Überlebenden durch diese Stadt rennt, sich von Dach zu Dach schwingt, an den Wänden hochklettert oder halt dann auch später vor den Zombies wegrennen, indem sie durch irgendwelche Lüftungsschächte kriechen. Und ja, des Weiteren wird auch gezeigt, wie man, also dass es ein Weapon-Crafting-System gibt. Zu Beginn des Trailers hebt der eine Überlebende einen ganz normalen Schraubenschlüssel auf und im Verlauf des Trailers sieht man dann, dass aus diesem normalen Schraubenschlüssel ein Schraubenschlüssel mit Elektroschaden geworden ist. Also er haut den Zombie und dieser liegt dann am Boden, zuckt ein bisschen, hat Blitze um sich rum. Ja, einige kennen es vielleicht aus Dead Island, da gibt es ja dieses Crafting-System auch. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf, bin gespannt, wie das umgesetzt wird, dieses parkourmäßige Mirror's Edge mit Shooter, Survival und einer guten Atmosphäre. Ja, die Grafik, ich weiß jetzt nicht, ob das so dann aussieht, wie es in dem Trailer zu sehen ist. Wenn es so aussieht, dann ist es kein komplett, also es ist nicht auf Realismus dann ausgelegt, die Grafik, sondern auf eine gute Atmosphäre. Also jetzt nicht, also nicht irgendwie Metro erwarten, sondern, ja, irgendwie was anderes. Schaut's euch an. So. Und da kommen wir auch mal zu Watch Dogs. Und zwar hat sich da der Community... Ne, der Creative Director, so war das, nicht Community Director, sondern der Creative Director Jonathan Morin ein bisschen zu geäußert. Und zwar war ja immer die Spekulation, oder wurde ja immer gesagt, ja, GTA, Watch Dogs, übelst der Konkurrenzkampf und all sowas, aber das sieht dieser John Morin nicht so, denn die sagen, es ist halt genug Platz auf dem Markt für 2 gute Open-World-Spiele und dabei unterscheiden sich GTA 5 und Watch Dogs sowieso noch. Da man ja in Watch Dogs halt das Ziel hat, die ganze Stadt bzw. sich durch die ganzen Kontroll- und Überwachungssysteme durchzuhacken und all sowas und so Kontrolle über die Stadt so zu erlangen und so, und das hat man ja in GTA halt überhaupt nicht. Also man will ja nicht da irgendwie die ganzen Überwachungssysteme hacken und so. Letztendlich, wie es bei GTA in der Story da vor sich geht, weiß man sowieso nicht, aber das hätte man irgendwie aus einem der Trailer sowieso schon rausgefunden, wenn es auch in die Richtung gehen würde. Von daher, also da unterscheiden die sich sowieso von der Story extremst. Und deswegen finden die, dass sie keinen richtigen Konkurrenzkampf haben und ihr müsst mal überlegen, es gibt so viele Spiele auf dem Markt und dann zum Beispiel jetzt nur weil es 2 gute Spiele gibt, also Open-World-Spiele, heißt ja nicht, dass sie sofort in Konkurrenz stehen und fast, die kommen sowieso fast mit 4 Monaten oder so Verzögerung, oder 3 Monate Verzögerung
auf den Markt, also GTA kommt ja eher und dann irgendwie November, Dezember soll ja erst Watch Dogs kommen. Von daher ist ja auch nochmal eine Lücke, denn haben viele sowieso schon GTA durchgesuchtet wie sonst was und feiern das zum Beispiel gar nicht mehr und dann ist Watch Dogs sowieso wieder, kaufen sich das viele noch hinterher, weil die gucken wollen, wie das halt ist und all sowas. Von daher wirklich einen Konkurrenzkampf sehen die darin nicht, finde ich eigentlich auch nicht. Natürlich zwei gute Open-World-Spiele werden es bestimmt hundertprozentig sein, was man schon aus den Trailern und aus den ganzen Screenshots ausdetaillieren kann. Und ja, man wird es auf jeden Fall sehen, welches Spiel sich mehr durchsetzen wird. Also ich tippe trotzdem irgendwie so auf GTA 5, weil es halt bekannter ist und so und nicht ein neuer Titel ist, aber Watch Dogs ist halt ein neuer Titel und sollte man vielleicht auch mal eine kleine Chance geben. Ja. Ja, dann kommen wir auch zu Lego Marvel Super Heroes. Darüber haben wir damals schon mal gesprochen und zu diesem Spiel sind jetzt weitere Screenshots veröffentlicht worden. Und ja, man sieht auf diesen Screenshots einige Plätze, die man vielleicht auch aus den Filmen kennt. Zum Beispiel die Brücke aus Thor oder der Thronsaal von Thor, also aus dem Film Thor. Und ja, man sieht Captain America, Wolverine, Mr. Fantastic heißt er, glaube ich. Dann sieht man halt auch Thor mit seinem Hammer, Iron Man. Und ja, also es sieht nicht schlecht aus. Wird vielleicht mal wieder ein, also ja, wird wahrscheinlich ein guter Lego-Titel. Wieder ist der falsch, der letzte war auch gut. Und ja, mal schauen, wie es wird. So, und dann kommen wir zu wieder mal einem Open-World-Spiel. Also heute haben wir es hier auch mit einem Open-World-Spiel. Und zwar wäre das Saints Row 4. Und zwar war ja schon 2012 die Rede, also Ende 2012, so Oktober, November rum, die Rede davon, dass eigentlich für den dritten Teil, The Third, ein DLC rauskommen sollte, also ein großes DLC, was irgendwie ein paar Euro kosten sollte, keine Ahnung wie viel. Doch dann haben sich die Entwickler gedacht, hauen wir doch ein einzelnes Spiel raus, also einen neuen Saints Row Teil. Und jetzt ist es soweit, jetzt wurde der erste Trailer veröffentlicht und da sieht man halt, wie das Spiel so richtig auf die Kacke haut. Also das wird total abgespaced, das ist so freak, also der dritte Teil war ja schon echt total bekloppt, also ich sag immer dazu, GTA für Bekloppte. Und ja, da sieht man halt in dem Trailer, wie es wieder in die moderne Szene, sag ich mal, geht, also mit der ganzen Hightech-Scheiß und so, und dann muss man gegen Aliens nachher noch kämpfen, man ist im Weltall mit Raumschiffen und all sowas. Dann fliegt man irgendwie mit der Luft rum, durch die Luft rum und all sowas. Also ist auf jeden Fall wieder mega, mega kranke Scheiße. Und natürlich sind auch wieder ein paar Leute aus dem dritten Teil dabei, zum Beispiel diese Kinsey da, diese super Computerexpertin da, oder wie hieß sie nochmal hier, Pierce ist auch wieder mit dabei, aber natürlich auch noch ein paar neue Charaktere, also man wird das halt, die Charaktere werden einem nochmal in den Trailer jeweils vorgestellt. Also ich muss ehrlich sagen, da ich schon den dritten Saints Row Teil gefeiert habe, ich werde den hundertprozentig auch feiern und werde mir auch hundertprozentig holen. Und ja, das Spiel soll hierzulande am 23. August erscheinen, also doch schon so früh, erst sollte es ja nächstes Jahr kommen und jetzt soll es doch schon am 23. August kommen, also sogar noch vor GTA. Und ja, man wird es auf jeden Fall sehen, wie es abgeht. Es gibt dafür auch eine Collector's Edition. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall selbst auf das Spiel. Ja. Sieht's abgefahren aus auf jeden Fall. Jo. Ja. Und dann kommen wir auch zu einem anderen abgefahrenen Spiel. Und zwar Payday 2. Diesen August soll es soweit sein. Dann kommt dieses Spiel raus für PC, Xbox 360 und PlayStation 3. Und ja, also wie gesagt, es ist einfach krank. Man spielt einen Gangster und raubt eine Bank aus und ja, da muss man halt auf alles achten, was so ein Bankräuber beachten muss. Muss sich erst den Sicherheitsraum zugänglich machen, muss dann die Wachen ausschalten, muss dann Geiseln nehmen, verhandeln. Oder weiß ich gar nicht, ob man verhandeln muss, aber vielleicht. Und ja, also alles First-Person-Shooter. Und ja, also ich denke mal, es ist ein guter Koop-Shooter. Wird auf jeden Fall Spaß machen mit ein paar Freunden zusammen. Und ja, dazu gibt es noch einen Trailer. Und mal schauen, wie das Game wird. Wird gekauft, kann ich dir sagen. Ja, wahrscheinlich. Das ist so genial anschauen. So, hast du noch irgendein Thema? Nein, aber noch mal eine kleine Anmerkung, und zwar Dying Light kommt 2014 erst raus. So, einfach noch mal so zum Ende hin.
So, gut, dann wäre es das auch mit der heutigen Ausgabe gewesen. Wir bedanken uns für jeden, der eingeschaltet hat. Und nochmal so am Rand auch nochmal, liked unten in der Beschreibung, findet ihr den Facebook-Link zu unserer Facebook-Fanpage. Da liken, wenn ihr irgendwie auf dem neuesten Stand sein wollt, wie was die Let's Tests und so was angeht und beziehungsweise alles um den Kanal und so. Einfach unten liken, dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand. Und ja, dann würden wir mal sagen, bis dann, haut rein, euer Kings. Tschüss.